Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 20. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen und auch von chinesischen Astrologie übernommen und berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen auch. Sie berücksichtigen auch die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Die tibetischen Astrologie, auch die chinesischen Astrologie, hat 5 Elemente, aber hier in diesem Bild erscheinen die 4 Grundelemente und das vertritt die westlichen Astrologie, auch die indischen Astrologie und das ist die Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Und so schauen wir das auch an. Ich habe nicht alle einzelnen Tierkreiszeichen ausgelegt, aus dem einfachen Grund, so ist viel übersichtlicher. Nur die Tierkreiszeichen, wo auch Energie fließt. Ich starte mit Tierkreiszeichen Widder. Widder symbolisiert Neuanfang, Zeit, Kraft und Mut, stürmt voran, vertritt die Feuerelement. Und hier bewegt sich Venus und Uranus. Also Venus ist der Planet der Liebe und diese Leidenschaft, diese Begeisterung, dieses Feuerelement natürlich ist spürbar in die Liebe-Partnerschaft und das wirkt in erster Linie bei uns Frauen. Immerhin Venus ist eine weibliche Energie, symbolisiert uns Frauen und viele von uns hat gerade einen Neuanfang oder kommen Neuigkeiten. Bei Uranus Energie ist es auch Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Venus befindet sich im Mondhaus Ashwini und das bedeutet Heilung. Und das heißt Heilung in die Liebe, Partnerschaft. Oder viele von uns Frauen verspürt diese Heilenergie oder interessiert sich für Heilung. Schütze gehört auch zum Feuerelement und hier passiert was ganz, ganz Eigenartiges, was ganz Wichtiges. Hier bewegt sich die absteigende Mondknoten Ketu. Das ist der Drachenkörper und symbolisiert Vergangenheit, alten karmischen Themen. Das ist eine karmischen Knoten. Und das ist dieser karmische Weg, wo wir schon gegangen sind. Das kennen wir schon, kommen die Erinnerungen. Und genau auf diesem Knoten befindet sich Saturn und auch Pluto, beides. Und das wirkt schon, die Kräfte vereinen sich und das aktiviert Vergangenheit und karmische Themen. Erinnerungen oder gerade Begegnungen mit Menschen, die wir kennen von früheren Leben oder kehrt jemand zurück in unserem Leben. Diese karmischen Knoten bestrahlt Nun Qi. Nun Qi ist die zweite hellste Stamm im Stammbild Schütze und es wurde bei Assyrer verehrt und die Assyrer haben erzählt, das ist ein heiliger Ort. Und diese heiligen Orten oder Kraftorten brauchen wir auch in unserem Leben. Einen Platz aussuchen gerade, wo wir zur Ruhe kommen, was beruhigend wirkt. Oder wir haben das Gefühl, das ist ein starker Kraftort, da können wir uns auftanken. Jetzt übergehen wir auf die Erde-Element und das zeigt sich hier. Stier vertritt diesmal die Erde-Element. Hier bewegt sich Sonne und Merkur und die stehen in Verbindung, die wirken zusammen. Sonne vertritt die Wahrheit, die Licht öffnet unseren Augen oder kommt etwas in die Öffentlichkeit und das sind die Informationen, Gespräche, Nachrichten.
Dazu kommt noch die Stierenergie und hier handelt es sich um Besitz, etwas Wertvolles im Besitz zu nehmen oder die Finanzen. Jetzt übergehen wir auf die Luftelement Wassermann. Hier bewegt sich Neptun. Neptun lässt unsere Träume leben, hat auch einen Einfluss auf unserem Traumbilder. Und das ist der Planet der Künstler, weil mit Neptun-Energie lassen wir uns inspirieren. Und hier ist die Luftelement, die Ideen, diese Ideenreichtum, die Fantasie ist gerade grenzenlos. Zwillinge gehört auch zum Luftelement und hier bewegt sich Mars. Das ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Zwillinge ist auch beweglich, also da wirklich vieles kommt in die Bewegung. Mit Leidigkeit kommen Neuigkeiten, neue Eindrücke, entsteht auch Interesse oder Neugier, mal etwas Neues ausprobieren. Und besonders bei den Männern, weil Mars ist männliche Energie und das verspüren auch die Männer. Hier bewegt sich die aufsteigende Mondknoten, die Drachenkopf. Und es ist ein karmischer Weg, was wir brauchen. Unsere Seele sucht etwas und die Zwillinge zeigt diese Zeitqualität, geh in diese Richtung. Sei neugierig, offen für etwas Neues, lerne noch etwas oder mach eine Ausbildung noch oder Schulungen, Seminare, brauchst du Austausch, Kommunikation, Kontakte, Verbindungen zum anderen Menschen, komm zu Leitigkeit, betrachte etwas spielerisch, dann hast du auch die Kraft, Mars ist immerhin die Kraft. Bei Männern wirkt das anders. Die Männer verspüren dieses Bedürfnis, die Suche nach etwas. Aber sie können das nicht greifen, was das ist, weil das kennen sie noch nicht. Das ist die Neuorientierung. Das kann bedeuten, dass sie jetzt das und jenes ausprobieren und verspüren eine gewisse innere Unruhe oder Nervosität. Und das ist dieser innere Bedürfnis nach Suche einer Aufgabe. Oder der Suche des Platz des Lebens oder Suche einen richtigen Ort zum Leben oder die Suche nach die Berufung oder die Suche nach einer Partnerschaft. Und das ist gar nicht einfach, gerade das Greifen. Und dieser Kopf bedeutet dieser Drachenkopf, klaren Kopf behalten, da Gedanken machen. Jetzt übergehen wir auf die Wasserelement. Hier wirkt Skorpion. Wasserelement hat mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Skorpion zeigt die Transformation, die Wandlung, die Erneuerungsprozesse. Hier ist Jupiter und Mond. Sie wirken auch zusammen. Und das heißt, Jupiter gibt uns die Chancen, Möglichkeiten, einiges loslassen im Leben. Es handelt sich auch um unsere Gefühle, wie Ängste überwinden und übergehen auf die positiven Gefühle, wie Begeisterung und Hingabe und Liebe. All das ist die schöpferische Energie und wenn wir das Leben, diese positiven Gefühle, diese göttliche Energie, diese Kraft in uns, da manifestiert sich etwas bei unserem Planet Erde, bewegt sich auch in Skorpion. Das heißt, auch für unseren Planet ist das auch ein Erneuerungsprozess und hat das auch einen Einfluss auf Wasser. Auch die Wasserqualität oder die Emotionen, die Menschen. Die Emotionen, die Menschen. Und hier sind die Chancen, Möglichkeiten. Das ist die Jupiter. Aber Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit und öffnet die Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Und das beeinflusst auch unsere Emotionen. Jetzt möchte ich noch ein paar Mondhäuser erwähnen. Merkur und Venus hier im Stier bewegt sich im Mondhaus Kritika. Das hat einen Bezug zum Plejaden. Und da ist sehr wichtig, weil das ist auch die Monatsthema. Sonne zeigt auch die Monatsthemen. Und das ist die Stierenergie. Und dann kommen die Hyaden, Plejaden dazu.
Die Hyaden und die Plejaden bilden sich den goldenen Tor, die Ekliptik. Und egal, was wir anfangen in unserem Leben, in dem Moment, wo sich das manifestieren soll oder wenn wir umsetzen im Tat, wenn das Realität wird, gehen wir durch diesem Tor. Und hier entscheiden wir, sind wir die Pechmarie im Leben oder sind wir die Goldmarie im Leben? Was regnet? Die Hyaden und Plejaden sind die Regengeschwister und genau das erzählt Frau Holle. Und das ist unsere Lernaufgabe und das zeigt die Sonne als Monatsthemen. Lernen, orientieren, achten auf unsere Einstellung. Sind wir optimistisch oder sind wir pessimistisch? Sind wir die Gewinner oder die Verlierer im Leben? Mars bewegt sich in Zwillinge im Mondhaus Atra und das heißt die jugendliche Frische. Das heißt die Männer, besonders die Männer, weil immerhin das ein männlichen Energiemaß. Also die Männer brauchen was Neues, einen Erneuerungsprozess oder diese jugendliche Frische, die Bedürfnis jünger ausschauen oder Sport machen. Die achten auch gerade auf die Ernährung oder auf den Körper. Jupiter und Mond bewegt sich im Mondhaus Iyeshta und das ist die älteste Schwester von diesen 27 Frauen. Welche Frauen sind es? Erzähle ich dazu die mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist jung und unschuldig, symbolisiert die Morgenröte. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt dann, ja nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond blieb nichts anderes übrig, er heiratete alle 27 Geschwister, alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Die Einflüsse kommen natürlich von Sternen. Und diese Iyeshta hier im Skorpion, wo gerade Jupiter und Mond befindet, das ist die älteste von diesen Frauen. Und das heißt nicht, dass Iyeshta eine alte Frau ist, sondern bekommt Anziehen, eine weise Frau. Und jede bewundert sie wegen ihrer Lebenserfahrungen und ihrer Weisheit. Und Iyeshta bekommt Respekt. Und hier Mond aktiviert unsere Gefühle. Und wir haben zurzeit dieses Bedürfnis, dass wir Anerkennung bekommen, dass wir Respekt bekommen oder treffen gerade weise Entscheidungen. Jetzt noch die Verbindungen. Sonne und Mond steht in Verbindung. Das heißt, kommt die Wahrheit ins Licht oder Sonne beleuchtet Merkur-Themen, dass wir handeln sollen, Gespräche führen, Terminen ausmachen. Das fließt hier die Lebensenergie. Mond und Jupiter steht in Verbindung. Das aktiviert unsere Gefühle. Das kann sogar sein, dass Jupiter vergrößert, das vertieft das alles. Oder wir neigen dazu, etwas übertreiben. Oder wenn das um Ungerechtigkeit geht, natürlich hat auch einen Einfluss auf unseren Gefühlszustand. Mars und Uranus steht in einer guten Verbindung. Das heißt, wenn unerwartete Ereignisse kommen oder Veränderungen, dann haben wir die Kraft und Mut, das auch tun. Bedeutet auch, dass viele Männer gerade bei diesen Veränderungen sind. Und hier die Verbindung Saturn, Pluto und die Mondknoten bilden sich jetzt schon eine Konjunktion und hier aktiviert diese karmischen Themen. Hier habe ich ein Bild und das ist ein I Ching-Symbol. Das kommt von chinesischen, ein uraltes Wissen
und beschreibt die Wandlung. Diese Linien sind das Männliche und Weibliche, Yin und Yang, und wie sich das Tag zu Tag verändert, was löst es aus in die Energie und die Heute. Das ist Kalender, also das ist nicht so, dass ich hier diese Karte gezogen habe und da dekoriere ich etwas. Nein, es ist ein Kalendersystem, und beschreibt die heutigen Tagesenergie nach diesem I Ching. Und das bedeutet hier Gegensätze. Die Gegensätze ziehen sich an. Oder wir sollen beide Seiten die Münzen anschauen. Also bedeutet Gegensätze, und diese Gegensätze stehen gerade in enge Verbindung. Und die tibetische Astrologie zeigt dieses Bild, und die heutigen Tagesenergie, und das ist auch Kalendersystem, also wieder möchte ich betonen, das ist nicht so, dass ich jetzt diese Karte so ausgesucht habe, sondern so steht im Kalender. Die heutige Tagesenergie steht in Verbindung mit diesem Jahrgängen 1929 und 1989. Das kann bedeuten, dass diese Menschen im gleichen Wellenlänge sind mit dem heutigen Energie oder im Einklang mit dem heutigen Energie, oder etwas passiert in unserem Leben, was in diesem Jahr mal war, früher, dass es etwas wiederkehrt sich, weil immerhin leben wir die gleiche Energieform wie die damals, was diesem Jahrgänge gezeigt haben. Und dieser Bild ist voller Symbolen, und das heißt, nach außen ist wichtig die Erde-Element und Holz-Element, Sicherheit, Stabilität, etwas zu Ende bringen, aber auch offen zu sein für etwas Neues, geduldig zu sein. Hier kommt ein langsames Wachstum. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung, und das sind die Erinnerungen, eine gewisse Nostalgie dabei. Dieser Bild zeigt auch etwas, die Schlange dazu kommt, wo diese Schlange sitzt. Das gibt die Basis gerade, das ist das Wasserelement, das heißt, auf den Gefühlen achte, und dann kommt Holzelement dazu, das ist eine langsame Wachstum, aber auch Konzentration und Geduld, und ein bisschen Feuerelement, Mut und Kraft. Aber nicht stürmisch handeln, sondern geduldig zu sein. Und die ganze Figur dieser Schlange erzählt Zielerreichung, dass heute sollen wir Ziele setzen, in dieser Kraft zu bleiben, nicht aufgeben, geduldig zu sein. Dann in die richtige Augenblick warten, die Schlange beobachtet alles und verspürt die richtigen Momente im Leben und dann handelt auch. Und die Bedürfnis andere beeindrucken von etwas. Und Schlange liebt auch das Schöne. Und wir neigen heute dazu, etwas Schönes kaufen oder etwas dekorieren, etwas verschönern. Die Interesse ist die Geheimnisse, das Mystische, Dinge, Tiefpsychologie oder Religionen oder was Geheimnisvolles. Also da besteht auch die Interesse. Und die Zahlen zeigen auch etwas. Die Glückszahl ist die Zahl 8 im Metallelement. Das heißt, all das, was wir bis jetzt erlebt haben, Höhen, Tiefen, ein Hin und Her, das in Harmonie bringen, eine harmonische, wellenartige Bewegung, aber dazu müssen wir etwas klären, bereinigen. Die Fokus ist die Zahl 2 im Luftelement, das ist die Zweisamkeit, Verbindungen oder Verträge, aber mit Luftelement Mitleidigkeit. Und die Schicksalszahl ist die Zahl 5 im Holzelement. Und das bedeutet, wenn wir etwas zu Ende gebracht haben, dann aber nicht ausruhen, sondern etwas Neues planen. Und das ist die Wachstum. Alles, was vermehren soll, was für uns wichtig ist, dass Früchte trägt, eine langsame Wachstum.
Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühlen zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.